Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir auf dem Kanal. Und freut mich, dass ihr Bock habt auf Eurotruck. Ich bin im Multiplayer. Momentan fahre ich noch die Niveco. Oh, vielleicht in der nächsten Folge mal einen anderen LKW. Wir können ja mal in der nächsten. Pro-Mod ist ja leider immer noch nicht am Start, aber. Wir können ja einfach in der nächsten Folge mal gucken, ob wir einen LKW zusammenstellen, den wir für das Projekt Neue Firma fahren könnten. Da können wir mal gucken. Also, lasst uns mal weitermachen. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es in den Titel... Doch, ich werde es wohl in den Titel reingeschrieben haben. Wir sind auf dem Weg. Ihr habt es ja sicher gelesen, nach Calais. Ja, ist richtig, nach Calais. Ich weiß gar nicht, warum es Navi jetzt angeht, aber ist auch egal. So. Auf dem Multiplayer Truckers MP nach Calais. Wer kennst du nicht? Die Tour. Die Tour des Grauens eigentlich. Ja, weil die meisten wissen ja von euch, Calais ist ja so ein bekannt dafür, dass nur Chaos herrscht. Und da will ich hin. Ich will ins Chaos. So, ich bleibe mal ein bisschen schön rechts, können die Leute überholen. Navi habe ich drinne, kennt ihr ja. Von mir immer, wenn in den Multiplayer geht, wird das Navi eingeblendet. So, ich habe jetzt echt darauf verzichtet, weiter Gas zu geben. Damit er überholen kann. Der Klügere gibt nach, ne? So, auch wir biegen hier ab. Oh, er ist ein bisschen flott. Es geht. Wieder rein und dann lass ihn vorfahren, lass ihn Gas geben, dann ist er uns ich sag mal aus dem Weg und wir können unseren eigenen Turn, unseren eigenen Stiefel fahren. Jo, wir müssen hier rüber nach Calais. Calais. Tü-lü-lü-tü-tü. Ich denke, wir müssen links rüber, weil wir wollen ja nicht nach Lille. Genau. Ja. Oh, ich habe vergessen, Funk auszuschalten. Lille. Von Lili nach Cali.
Uli, Uli. Jetzt fällt mir auf, ich habe vergessen, das Radio anzumachen, ne? Okay. My mistake. Okay, was glaubt ihr, werden wir ein Problem kriegen? Okay. Also Folge der Beschilderung. Machen wir. Die 1000 Spieler können. Und ich bin drauf gejoint mit 3500. Und eigentlich relativ spät, aber ja, scheint trotzdem ordentlich was los zu sein hier. Oder es fängt jetzt lang. Ja, also auf dem Server ist ordentlich was los, ne? So, ich lasse ihn jetzt überholen, weil es mir zu blöde ist. Und schon die ersten Kommentare. Oh, I wreck you. Ja, ich hab dich auch aufgenommen, Digga. Du bist voll mit dabei. Oh, guckt euch die blauen Punkte an. Es wird also spannend. Ne? Jo. So, wir müssen also hier runter. Und unten an der Ampel müssen wir dann nach links rum. Und ja, ich kann euch das ja mal zeigen. Da unten steht oftmals auch ein Admin. Der einfach dann den Überblick behält. Und die Leute dementsprechend kickt. Und ja. Da wird schon geguckt, wer sich benimmt, ne? Und wer nicht. Heute ist keiner da. Heute ist keiner da in Kanada. Die hupen, wahrscheinlich weil die eigentlich grün haben, aber da keiner fährt. Ja, so sieht das aus, ne? Wenn man dann nach Calais möchte und ja, die Straßen voll sind. Könnt ihr so viel hupen, wie ihr wollt. Wenn rot, dann rot. Fährt einer mit seinem Wohnwagen? Da fährt einer im Gegenverkehr. Ja, das ist so richtig. Idiots on the road. Bei sowas da kann man den nur ja reporten oder. Genau. Beste ist dann sowas eben zu reporten.
Also so, denn im Endeffekt braucht mir einer, der dann nicht Gas gibt. Schlimm. Ganz schlimm, dass sie dann nicht in die Pötte kommen. Ja, und dann fährt er den auch noch rein. Meisten, weil sie einfach überfordert sind oder auch ihre Rechner überfordert sind, aber hier durch so viel Leute, die hier eben auch fahren, das braucht schon ein bisschen Ressourcen auch, ja. Wenn du dann nur mit deinem 386 PC versuchst hier mitzumischen, dann wird das nichts. Ne? Punkt aus, das ist so. Ah, Mist. Biege nach links ab. Er ist neu, der Blitzer. So. Dann sind wir auch gleich da. Hoffe ich. Wir müssen über die Ampel. Immer geradeaus. Ja. Dann noch ein Stück. Demnächst rechts abbiegen. Gut. So, dann hier rechts abbiegen. Und dann noch Biege rechts über ab. die Kreuzung. Crazy, ja. Aber selbst mein Rechner macht hier so ein bisschen Gezicke. Aber doch ist okay. Biege nach rechts ab. So, dann haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Das war eine schöne Fahrt. Glaube ich sogar. Zack. Und dann stellen wir den Auflieger hin. Jawohl. Haha, guckt euch das an. Ich finde das immer lecker, wenn die Leute so extrem lange Auflieger und sowas fahren, guckt euch das an. Ja. Und dann die kleinsten Ecken auf den Maps sich als Route auswählen. Ja. Das ist einfach herrlich. Ja, dann machen wir mal aus und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an, ja. Und ganz besonders interessant ist es halt hier in der Richtung, ja, wenn ihr dann so guckt, was dann hier so los ist. Und ja, da ist echt einiges los. Ja. Auch so einer Klasse. Sowas ist der Klassiker hier. Ja, der wird sich dann behakt. Ja, und er hängt auf der Leitplanke fest und weiß gar nicht, warum er hier nicht vorwärts kommt. Genau. Und er wird schon nach dem Admin geschrien. I like it. So. Und dann würde ich sagen, mit den Bildern lasse ich euch dann mal wieder alleine.
Oh. Ja. Bis zur nächsten Videosession. ja, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar, ob ich häufiger versuchen sollte, im Multiplayer so auf diese Hotspots zu fahren. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ich bin raus. Euer Don. Ciao.